Hey, ich bin Partykeks, freut mich, dass ihr eingeschalten habt. Wow, diesmal haben wir beide dran gedacht. Mit dabei ist der Kilea. Ich bin inzwischen auch an meine Eltern schon. Ja, hallo. Und wir machen heute mal getrennt zusammen, ne? Ja. Genau. Und an meinem Haus ein bisschen weiter. Und ich werde mal hier die Straße ein bisschen straßisieren. Die Straße straßisieren. Ja, ich habe mir vorhin, vor der Aufnahme, wo ich gesagt habe, muss mal kurz warten, weil ich mir da noch was anschauen muss, habe ich mir mal angeguckt, wie könnte man Lampen bauen. Straßenlampen. Okay. Ich glaube, da habe ich mir was Schönes ausgedacht. Hm. Perfekt. Hey. Alles gut? Mit Mission Control an Kinder. Gleich wieder da. Ja. So. Da schaffen wir einfach mal ein bisschen hoch Platz. Wollte ich so zwar jetzt nicht unbedingt, aber. Zack, zack. Und dann brauchen wir. Ich muss noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe mir das jetzt nicht zu 100% angeschaut, wie ich das gern hätte. Aber. Wir schauen mal, ob. Na komm. Na, geht auch nicht. Okay. So. So, bin wieder da. Jo. Ja, gut. Im Endeffekt hat sich jetzt rausgestellt, Esther muss arbeiten und hat Hunger. Jo. Und weil sie mal wieder zu bequem ist, selbst nach Netto rüber zu gehen und sie mir jetzt vorgeschlagen hat, Pizza zu essen, war das ein bisschen gemein. Ma. Und das heißt jetzt? Oh, ich dann gleich noch mal schnell rüber nach Netto und jetzt gleich wohl möglich, nehme ich mal an. Wie gesagt, wenn die Pizza eben im Ofen ist, dann kann man noch eine Folge aufnehmen, das ist ja kein Problem dann. Und halt danach auch, aber ich bin da keine Ahnung, vielleicht noch mal kurz. Ich habe jetzt alle Emerald-Blöcke mitgenommen, war ja klar. Offen los, ja, du. Oh. Das heißt, jetzt können wir schon noch weitermachen, nehme ich an. Ja, wir machen jetzt noch weiter, kein Problem. Dann machen wir, wenn die Folge vorbei ist. Ach so, ja. Okay. Aber das ist doch mal was Schönes. Dann haben wir wirklich mal eine Folge und dann haben wir wirklich nach der Folgenende wirklich eine Aufnahme. Ein Aufnahmeende, weil das haben wir, wann haben wir zuletzt Tschüss gesagt, eine Aufnahme. Sessionende, also wirklich nach 20 Minuten Tschüss gesagt. Ich bin da ja eher ein durchgängiger Typ als. Ja, weißt du auch mal nicht. Ja, sicher. Also ja, in dem Fall kommt es ja hin. Ich mag das nur nicht immer, wenn man sag schnell. Ja, wenn man danach gleich weitermacht. Also ich fühle mich dann voll wie so ein Dad. Also weißt du, wenn man dann die Aufnahme beendet und dann gleich. Ja gut, okay, wie gesagt, dann ist eh noch kurz ein bisschen zwischen daher. Nö. Weil, keine Ahnung, kannst du ja auch noch was essen oder so. Ja, das wäre sogar eine Idee. Das wäre sogar gar nicht schlecht. Jetzt ist die Frage. Ich brauche noch Akazienholz. Ich hoffe, dass das mit den Dingern dann cool ausschaut, was ich davor habe. Wollen wir vielleicht noch mal einen Raid machen? Ja. Wäre vielleicht noch mal was Interessantes, weil einen bestimmten Raid, so ein Level 6er Raid, ist ganz interessant. Aha. Ziemlich schwer. Ja. Ich habe es neulich alleine geschafft, einen 5er Raid zu machen. Wäre trotzdem fast zweimal verreckt. Hm. Aber, also ich habe zwei Totems auf Anleihen ausgelöst und habe im Endeffekt trotzdem 7 plus gemacht. Ja, das ist ja also gar nicht so schlecht. Ich
ich weiß jetzt nicht, ob ich eine 6 plus mache. Auf jeden Fall, du kriegst aus dem 5er Weight kriegst du irgendwie 8 Totems of Undying raus. Hm. Ja, und aus dem 6er Weight dementsprechend noch mehr. Prinzipiell gebrauchen können wir die ja immer. Ja, ich habe jetzt neulich wie gesagt, ich in den letzten paar Tagen irgendwie viermal Raids gemacht. Ich habe eine ganze Kiste mit 9 Totems of Undying aktuell, eine ganze Schalker-Kiste. Und, jetzt gucken. Hier ist noch Glowstone drin. Das würde ich gerne mitnehmen. Aber da soll eigentlich eine Karte hin. Und warum ist es eigentlich statt den Karten eine Fische drin? Das ist eine gute Frage. Ich mag das, dass da Fische drin sind. Ja. Das ist lustig. Irgendwer fragt, warum hier so viel Zeug drin ist an Werkzeugen und so. Ich bin in den letzten paar Tagen ein bisschen öfters mal durch NCDs geflogen. Und mit ein bisschen öfters meine ich irgendwie, keine Ahnung. 2-3 Mal. Ja, so jeweils 2 Stunden im End durch die Gegend geflogen, auf der einen Koordinate einmal minus 18.000. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz dazu sagen, also nicht dazu, sondern insgesamt. Ein Keller ist das erst gar nicht aufgefallen, aber euch fällt es sicher auf. Die Seite vom Haus ist fertig. Das habe ich heute Vormittag gemacht. Da fehlt zwar immer noch ein bisschen was, aber von vorne schaut das schon mal human aus. Was eigentlich richtig cool, ist, was für Sachen man bekommen kann, wie OP diese NCDs eigentlich sind. War mir gar nicht klar. So wollte ich es nicht. Warte, man kann da einfach Protection 4 an Breaking 3 Diamant-Chestplates bekommen. Ich meine nicht, dass wir es bräuchten, aber. Nein, aber Protection 4. Maximale. Jo. Ist schon nett. Schlecht ist es nicht, ne? So. Jetzt habe ich ein bisschen Glowstone. Ich bin ein Rall, deswegen. Was sagst du? Warte, ich pack kurz mein Emeraldes weg. Emeraldes? Emeraldes. Oh. Also ich weiß nicht, ob deine auch durchsichtig sind, die Akazien-Dinge. Ich glaub, ja, meine sind durchsichtig. Ja. Okay. Aber ich hab auch noch ein Deck-Jet-Pack. Achso, stimmt, du hast auch ein Deck-Jet-Pack. Ja, eben. Deswegen wusste ich nicht, ob das bei dir jetzt auch durch. Eigentlich mit, ist es nur bei den Akazien-Dingern so, oder? Ja. Tropenholz ist, glaube ich, auch durchsichtig. Nee, ich meinte eigentlich eher, weil es umgeklappt hat, habe ich was geguckt, weil ich habe nämlich bei meinen Fallchen da drüben, hatte ich eine Zeit lang irgendein komisches Glitch, keine Ahnung. Also wenn ich die umgeklappt habe, konnte ich von unten durchgucken. Aber sind die bei dir auch so 3D? Ja. Also, ja, ja. Von innen, in den Schlitzen? Ja. Das ist von Minecraft Vanilla nämlich nicht so, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Realistisch aus. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube auch bei den Türen ist es nicht so. Es ist auf jeden Fall, was ich vorhin gesehen habe, bei den gemeißelten Steindingern. Realistischer bei mir jetzt aus, irgendwie die Tür, keine Ahnung. Naja, da sieht man es. Also bei mir jedenfalls jetzt nicht so. Ja, die Frage ist laternemäßig. Oh ja. Ich habe nichts dagegen. Das sieht gut aus. Okay, dann machen wir das so. Du könntest natürlich auch noch auf ein anderes Level treiben und da eine Redstone-Lampe reinpacken. Ja, mit Sensor habe ich auch schon überlegt. Aber ist, was man jetzt auch machen kann, so wie du das jetzt gemacht hast, könnte man es auch umdrehen. Wie? Umdrehen? Ich kann jetzt abbauen hier. Ja. Und da unten dran hängen. Ach so, es hängt jetzt, ne? Stimmt. Ja, dann muss ich das so rumbauen. Sieht halt, wenn du es so machst, wenn du jetzt von der Seite reinguckst, durch diese Akazien-Dinger, sieht das realistisch aus, weil das da oben halt der Kette ist. Ja, stimmt. Ja, dann muss ich das jetzt immer so hinbauen. Stimmt. Das ist wesentlich netter. Also, ich glaube, ich. Fences habe ich. Ich glaube, ich habe noch ein paar Stairs. Ich platziere erstmal die Dinge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achso, dann mache ich einfach 3 Abstand, ne? Ganzen Hühner überall.
Oh. Da ist kein. Schön. Oh, Knopf. Bitte einmal einen Knopf machen, danke. Oh, ich hätte noch 3 Millionen. Aber naja. Holzknöpfe. Achso, nee, Holz nicht. Stein. Habe ich jetzt hier zeitlanges Problem gehabt. Ich habe hier hinten, um diese Tür, um diese Treppe aufzumachen, habe ich einen Steinknopf hingesetzt. Mhm. Wenn dann Stein, wenn du es mit dem Steinknopf öffnest, funktioniert die Treppe nicht. Also es gibt ja ein anderes Signal, ne? Das ist eine andere Signalstärke. Bis ich das rausgefunden habe. Hm. Ich habe hier hinten alles umgegraben. Ich habe wirklich hinter der Wand habe ich halt die ganze Technik. Ich habe die ganze Technik umgegraben. Wie ich das alles gemacht habe. Und zwar mehrfach. Ob ich hier, ich habe halt hinten so ein kleines System, das halt vielleicht der Bock nochmal weggezogen. Ich weiß, kann man bestimmt auch anders machen. Okay. Aber ist das halt auch so nur so. Warum geht das nicht? Das wird wirklich nur daran, dass ich hier hinten einmal so eine Linie durchgezogen habe, ob es daran liegt oder. Alter, also das war echt. Nee. So, einmal abdingsen, ja. Das weiß ich, da bist du fast ausgeflippt. Ja. Weil auf einmal die Treppe nicht mehr ging. Ja, gut, mal ehrlich. Ist halt echt so. Was soll man sich denn sonst denken? War es das so und dann plötzlich funktioniert es nicht mehr und du sitzt dann nur so. Warum? Also. So. Nein. Alter. Das hätte mir noch gefehlt, dass der Creeper die gerade gebaute Fassade wegspringt. Ja, der wäre dann tot gewesen danach. Ja, super. Meine Fassade auch. Na gut, davon habe ich aber nicht geredet. Da brauche ich jetzt nichts. Da müsste ich noch einen hinbauen. Da komme ich auch so rauf. Oh, geht sich, wow, es geht sich genau aus. Das ist ja mal was. So. Okay. Cool, weil ich kann ich echt nicht mehr bauen. Ach, ehrlich. Mini-zombifizierter Dorfbewohner mit krasser Rüstung. Stirb. So. Ich hab mal, irgendwann habe ich mal geguckt, so, da habe ich mir so ein Video von einem YouTuber angeguckt. Der hat so einen kleinen Challenge da gemacht, so, er sollte die wertvollsten Dinge und seltensten Objekte finden in Minecraft. Mhm. Ja gut, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist, war eigentlich ziemlich interessant. Ich wusste nämlich nicht, dass du, wenn du normale Pilzkühe, die roten, miteinander passt, dass du eine 0,0007% Chance hast oder so, dass eine braune Pilzkuh rauskommt. Ja gut, das habe ich auch nicht gewusst. Oh. Aber das könnte echt, also das ist echt natürlich... Kritisch ätzend. Ja, die Frage ist, ob du eine möchtest, ne? Ja gut, aber bei so einer Prozentchance, da überlegst du dir das echt, ob du das willst. Aber das war halt ein Challenge, dass er das hinkriegt. Aber ich glaube, die hat da... Also im Endeffekt hat er irgendwie da trotzdem 50 Stunden oder so gesessen, bitte, dass er das fertig hatte. Das wird für unseren Zoo dann nochmal eine Herausforderung. Milby hat eine. Ja, wir brauchen... Was ist, wenn man die untereinander paart? Braun. Das heißt, wir brauchen zwei. Jo. Problem wird, wenn er jetzt keine zwei hat. Ja gut, ich meine, Milby macht ja, ist er so viel hier unterwegs derzeit. Ganz ehrlich, ich traue, bist du, der ist nach mir auf den Server gekommen. Also der ist, wie gesagt, der ist ja ziemlich später als wir online gekommen auf den Server. Ich habe echt das Gefühl manchmal, dass der Typ schon fast mehr Spielstunden hatte wie ich. Das könnte sein. Und ich hab 9 Tage. Frag ihn doch mal. Also, jetzt ist er gerade wieder gegangen, aber der kommt bestimmt gleich wieder. Ja. Weil interessieren würd's mich auch mal. Bist doch gar nicht so der Statistik-Fan. Nee, gar nicht. Aber das interessiert mich wirklich. Weil er ja sehr viel hier ja, ist. Echt. So, du gehst auf den Server. Ah, guck mal, Milby mal wieder. Ja, hab ich mir heute Morgen auch gedacht. So, wann nicht?
zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit. So. Oh. Und da hinten noch. Und nein, keine Angst, wir bauen hier heute nicht nur Lampen. Das sind jetzt die einzigen. Vielleicht da drüben baue ich noch eine. Hier ist eh beleuchtet am Haus. Und dann werden wir uns mal um andere Deko-Geschichten kümmern. Das wird der Folgentitel, Party. Ich eigentlich baue nicht nur Lampen. Ja, das klingt nach einer Idee. So. Es könnte aber sein, dass die Folge nur aus Lampen besteht, weil 15 Minuten. Hat funktioniert. Ja, So. Sehr unprofessionell, nur Holzstufen dabei, Wahnsinn. Na. Ich weiß nicht, wann ich auf diesen Stil kam, den ich jetzt habe bei mir hier. Du meinst deinen Feng Shui-Holzstil, den du da hast? Ja, genau, mit diesen Blaustone-Lampen dahinter. Ich habe gerade eben irgendwie gefühlt fast einen halben Stack ausgegeben für Emeralds, für die ganzen Blaustone, aber cool. Ist ja egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau da müsste also eine hin. Du könntest halt auch farmen, aber. Naja, gut, jetzt ist aktuell noch die perfekte Zeit dafür, das alles den Nether wegzufarmen. Das stimmt allerdings. Jetzt wäre es dann noch egal. Vielleicht sollten wir immer nachher mal so eine Farming-Tour machen. Ja, gut. Ich bräuchte, glaube ich, nochmal Holz und. Holz. Könnte mir auch ein bisschen Quarz, weil ich habe noch vor, hier irgendwo einen Pool reinzubuddeln. Also ich habe einiges an Quarz, aber ich würde gern auch nochmal was holen, weil wer weiß, wie der Nether danach wird und ob die Seltenheit geändert wird oder so. Naja, gut. Also ich freue mich generell eh schon, wenn ein Update raus ist, aus mehreren Gründen. Und ich habe eh eine Map, ich habe eh eine Wette mit einem neuen Mitch, mit Jacko am Laufen, der ja auch hier noch auf dem Server ist. Wer von uns als erstes einen vollen Netherite-Beacon bekommt? Jo, wieso nicht, ne? Ich glaube, man braucht 9000 Ancient Degrees, muss man abbauen. Über 9000, damit man das hinbekommt. So, okay, die baue ich vielleicht. Vielleicht baue ich da einfach keine Lampen hin. Habe ich eh eine bessere Idee. Ich habe eine Schaufel. Ja. Und ich baue den ganzen Kack mit der scheiß Spitzhacke ab. Einfach nur aus dem Grund, damit ich hier, wenn ich irgendwie das hier abbaue. Das setze ich an bei der Form. Wenn das oben die Decke ist, damit ich dann die Decke immer noch halte. Und nicht als, also. Hier, wie heißt es? Also damit das in normales, also damit ich das Gras auch bekomme, aber ich habe auf die Schaufel auch Select Touch. Ja. Also macht das keinen Sinn. Nee. Weniger. Ja. Aber das ist beschissen, weil ich muss jetzt nämlich hier hinten, weil hier oben schon wieder Dach ist, Decke ist, muss ich jetzt schon wieder eine Kurve machen. Ich brauche Eichensetzlinge. Oh, oh. Das. Krass, ja, ich weiß. Passt, gesagt. Achso. Oder ich baue wieder so selber Deko-Bäumchen. Könnte ich eigentlich auch machen. Keine Ahnung, du warst im Bauteam früher, eigentlich müsstest du sowas hinkriegen. Ja. Na, ich will nur so Deko-Bäume bauen, also wie ich das vorher hatte, nur vielleicht ein bisschen größer. So. Wer sucht, der findet, ne? Nee, ich brauche aktuell keinen Bogen. Nicht? Nee, ich habe mein Schwert dabei, das reicht mir. Macht einfach die ganze Herzen switchen, weil man braucht echt mehr Metallplatz. Warum habe ich Rockets bei mir dabei gerade? Da haben wir. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, ne? Verschiedene Geschichten. Schauen wir mal, was wir da noch an Holzi-Dinger-Treppen.
Okay, das reicht. Ja, dann nehmen wir Fichte und hat sich das Problem schon mal gelöst. Schwarzeichen, Eichenlaub. Die brauchen wir nicht. So. Schwarzeichen, Eichenlaub? Ja. Waren nur 8. Na, brauche ich nicht. Ich brauche das normale. Hey, ich brauche es. Ich brauche es aber. Ich baue hier. Ich habe doch hier oben auf meinem Dach so einen Ausgang von einem Beacon, oder? Ja, ich weiß, da kommt ja dein Selbstgebau dahin. Kommt mein Baum hin. Aber ich würde sagen, Ja, genau. Ja, damit der Killer Nahrung aufnehmen kann. Ja, du doch auch. Ja, ich brauch's aber nicht unbedingt. Ich habe vorher jetzt Kuchen gegessen, deswegen ist mir wurscht. Aus Frust nehme ich Kuchen mit. Dann würde ich sagen, das war's mit der. Wir bauen nicht nur Laternenfolge. Ich habe nämlich jetzt original nur Laternen gebaut. Ah, okay. Ich habe da oben gebaut. Wie gesagt, da hinten habe ich einmal hier weiter rüber gebaut, dann da hinten noch einen Raum angefangen. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nach der Nahrungspause. Ja, genau. Und bis zur nächsten Folge. Genau, bis zur nächsten Folge. Ciao.